Man fragt sich jetzt vielleicht, warum ich hier bin, wieder einmal. Letzte Folge ist mir aufgefallen, dass Donkey Kong Jr. Vor Mario Bros. Rauskam. Und deswegen kommt das jetzt schon als Part 2. Bei Mario Bros. Hatte ich noch gesagt, das ist, also nächste Folge kommt. Also da habe ich gesagt, das erkläre ich nächsten Part. Verwirrend. Ja, wenn das rauskommt, weiß man es schon. So, ich würde mal sagen, das geht jetzt los. Mit Donkey Kong Jr. Dieses Spiel kennt man vielleicht. Müsste man. Ist auch für einige Plattformen rausgekommen. Das war jetzt ein Fail. Ist auch für einige Plattformen rausgekommen. Ah, das ist so langsam, das ist so... Ja, das ist so langsam, genau, das wollte ich sagen. Genau. Geh weg. Dass er so langsam ist. Das ist langweilig irgendwie. Trifft er mich? Nee. Komm darüber. Schön. Diese schöne 8-Bit-Musik. So, was machen die denn da jetzt? Nicht, dass der hier hochkommt. Oh, geschafft, gut. Ich muss sagen, dass ich noch nie so weit gekommen bin. Und auch nicht weiß, was man hier machen muss. Das auf jeden Fall nicht. Bitte, das ist kein Game Over sein. Ach, Mist. Ich sag's mal so. Ich kenne mich mit dem Spiel nicht wirklich aus. Die Story ist halt, dass Donkey Kong gekidnappt wurde. Ich frage mich, wer dieser Diddy Kong jetzt in diesem Spiel ist. Ist das jetzt schon Donkey Kong? Oh, jetzt ist fast wieder runtergefallen. Glück gehabt, würde ich sagen. Komm, lieber da jetzt. Da dürfen die Krokodile auch gar nicht hinkommen. Komm, schneller. So, gut. Jetzt habe ich es auch wieder ins nächste Level geschafft. Okay, anscheinend müsste man das machen. Könnte ich da hochspringen? Nee. Das ist schon richtig Jump'n'Run-lastig. Okay, da komme ich ran. Ach, ich weiß, was ich machen muss, oder? Ah, was denn? Gute Frage, was muss ich machen? Ach, der kommt schon ziemlich nah ran, der kommt schon ziemlich nah an mich ran. Steht's? Ja, perfekt. Ah, stimmt, der... Ja, das ist der Witz. Das ist ja richtig schwierig.
Was? Nein. Oh nein. Oh nein! Das tut doch weh. Ich war zu ungeduldig und bin deswegen schon losgerannt. Oh, man springt ziemlich hoch. Das könnte man sogar als Abkürzung verwenden. Ach, wenn man sich an zwei festhält. An zwei festhält, dann. Ist man schneller unterwegs. Was mir auch nichts bringt, wenn ich tot bin. So. Das sollte der nicht schaffen in der Zeit. Das ist gut. Zack. Ah, jetzt wird es jetzt schon zu einem Speedrun. Hm, okay. Den lasse ich dann wohl erstmal. Was ist denn das? Geh doch mal weg. Eigentlich ist es ein ziemlich cooler Lauf oder Lauf-Sound. Oh Mann. Ah, das ist aber schwierig, den Sprung zu schaffen, glaube ich. Der erste wirft immer ein Ei, das ist gut zu wissen. So, wann muss ich abspringen? Das ist die Frage. Nicht jetzt. Hä? Toll, da habe ich es einmal mit als Glück geschafft. Als Glück, was laber ich, Mann? Mit Glück. Zack. Das wird so nix. Das wird so nix. Das ist Fakt. Und das ist schon Game Over. So, jetzt bin ich wieder hier in Level 2. Mit etwas mehr Erfolg, hoffe ich. Gut. Gut, 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 gut. Jetzt habe ich Angst, jetzt habe ich Angst. Komm, 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 komm. Schafft er den Sprung? Eigentlich schon, oder? Ja, 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 yes, yes, yes. Fun Fact, ich hab's direkt beim nächsten Versuch geschafft. Nachdem ich den Schnitt gemacht habe. Oh shit, wo bin ich denn jetzt? Was zur Hölle ist das? Ich weiß, was ich machen muss. Alles klar. Gut zu wissen, dass man drüber springen kann. Iep, 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 iep. Was macht er? Nein! Aber kein Game Over, oder? Praktisch. Aber ich finde Donkey Kong Jr. sieht mir eher aus wie Kiddy Kong. Wenn ich ehrlich bin.
Also nicht von der Kleidung, sondern vom Gesicht her. Auch wenn Kiddy Kong meiner Meinung nach einer der unnötigsten Charaktere ist. Perfekt! Ach, ich verstehe, was ich tun soll. Was passiert hier für eine Scheiße? Ach so, wenn man mit zwei runterklettert, ist man nicht so schnell, wie wenn man nur mit einem runterklettert. Zack, komm ganz runter. Geil. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ah, kritisch, kritisch, kritisch. Nein! Nein, was war das denn? Ich wollte das nicht mal. Bitte. Ich hab noch einen Versuch. Perfekt. Kein Risiko eingehen. Risikos sind schlecht. Risiken. Risikos. Risikos und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Okay, das kann ich nochmal probieren. Sehr schlechte Idee, aber ich wurde nicht bestraft. Böse. Böses Krokodil, nimm bitte einen anderen Weg. Im Endeffekt bringt es nichts, das da jetzt hochzuschieben. Ist das wirklich verlangt, was ich gerade denke? Ja! Zählt das? Es zählt natürlich. Warum soll das nicht zählen? Perfekt. Wie lange habe ich dafür jetzt gebraucht? Muss ich kurz nachgucken. 15 Minuten. Ich würde sagen, einen Versuch habe ich noch. Wenn das jetzt mein Versuch war. Es gibt ja noch Game B. Schau ich mir Game B nochmal an. Wobei es ja keinen Unterschied eigentlich hat. Ja, okay, es sind mehr Krokodile. Ganz vorsichtig. Das ist ein Witz. Okay. Dann würde ich sagen, nicht die Musik. Ich möchte die Musik. Dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Ich freue mich eigentlich schon aufs nächste Mal, wenn ich ehrlich bin. Weil ich nicht weiß, was drankommt. Wenn ich Game & Watch wieder mal auslasse, kommt Donkey Kong 3 dran. Und ja, dann bist du Donkey Kong 3.
Nach Mario Bros. Natürlich.